Guten Abend, ich begrüße Sie bei Frontal 21. Das sind einige unserer Themen. Geplagte Mieter. Heuschrecken als Immobilienhaie. Verkaufte Patienten. Fangprämien für Ärzte. Bomben in deutschem Auftrag. Nicht selten sind die dann wirklich verraten und verkauft, wenn die neuen Eigentümer loslegen. Mieten steigen, versprochene Modernisierungen bleiben aus, die Häuser verfallen. Anke Becker-Wenzel, Thomas Münten und Heiko Rahms über brüchige Balkone in Nordrhein-Westfalen und explodierende Nebenkosten in Berlin. In dieser Berliner Siedlung lebten Sabine Markgraf und ihre Kinder bislang gerne. Alle, die hier wohnen, so mit die Kinder haben, die treffen sich dann hier, man guckt aus dem Balkon, sieht, ach, der und der ist da, dann geht man runter, die Kinder spielen zusammen. Also die fühlen sich hier auf jeden Fall wohl und eigentlich wollen wir hier auch nicht weg. Sabine Markgraf fürchtet, dass sie bald aus der kleinen Wohnung ausziehen muss. Die ist immer teurer geworden, seit die Siedlung an einen amerikanischen Investor verkauft wurde. Für die 2,5 Zimmer wurden die Nebenkosten ständig erhöht. Das will die Arbeitsagentur der Hartz-IV-Empfängerin nicht mehr bezahlen. Die letzte war jetzt 24 Euro nochmal. Und jetzt ist halt auf 717. Und das zahlt das Amt nicht mehr für Sie? Jetzt sagt das Arbeitsamt, dass die Miete zu teuer ist und dass ich irgendwas machen muss. Wegziehen oder selber zuzahlen, heißt das. So geht es vielen der 1000 Mieter der Rollberge-Siedlung in Berlin-Reinickendorf. Eine Mieterinitiative sucht öffentliche Unterstützung. Manche klagen vor Gericht. Investiert werde kaum, heißt es. Wohnungen stünden leer, die Nebenkosten absurd hoch. Ich habe jetzt eine Nachzahlung von 1031 Euro. Das heißt, ich habe für eine 2,5 Zimmer Wohnung 1934 Euro verbraucht in einem Jahr. Wo ich mir denke, wir wohnen nicht am Nordpol, nicht an der Antarktis. Wir sind 10 Monate im Jahr zu Hause und heizen nicht mehr, sparen sehr. Warmwasser verbrauchen wir nicht mehr als sonst, eher weniger. Und trotzdem haben wir diese hohen Nebenkostenabrechnungen. Rechtsanwältin Susan Bohli-Steglich vertritt 40 Mieter vor Gericht. 6 Verfahren hat sie gegen die Wohnungsbaugesellschaft bereits gewonnen. Es ist so, dass teilweise Beträge eingestellt werden, die rechnerisch nicht nachvollziehbar sind. Es werden Formulierungen und Abkürzungen verwandt, die nicht verständlich sind, wo man nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Ich habe Zweifel, dass allein aus diesen Gründen hier schon ausschließlich umlegbare Betriebskosten abgerechnet wurden. Verantwortlich für die Abrechnungen ist die Wohnungsbaugesellschaft GSW. Bis 2004 gehörte sie dem Land Berlin, dann wurde sie privatisiert. Gehört heute Finanzgesellschaften von Goldman Sachs und Cerberus. Die GSW ist zu einem Interview nicht bereit, schickt uns stattdessen seitenlange Erläuterungen. Das Thema Nebenkosten sei zu kompliziert. Für viele Menschen in der Siedlung jedenfalls sind die Rechnungen nicht mehr durchschaubar. So wie in Berlin wurden in den vergangenen Jahren Hunderttausende kommunale und landeseigene Wohnungen an private Investoren verkauft, um die klammen öffentlichen Kassen zu entlasten. So auch in Nordrhein-Westfalen. In Düsseldorf wollte man es besser machen als bei der Berliner GSW. Wir haben im Gegensatz zum rot-roten Senat, der den Verkauf damals getätigt hat, eine Sozialcharta vereinbart, wie sie noch nie in Deutschland stattgefunden hat, sodass die Mieterinnen und Mieter und auch die Beschäftigten sicher sein können, dass für sie auf die Dauer von 10 Jahren alles Mögliche getan wurde. Ein Jahr nach dem Verkauf der sogenannten Landesentwicklungsgesellschaft LEG mit 92.000 Wohnungen ist von den großen Versprechen wenig übrig geblieben. Beispiel Dortmund-Wickede. Der LEG-Prospekt preist das lebenswerte neue Mailandviertel. Aber schon in der zweiten Reihe hört die Sanierung auf. Die Balkons sind beschädigt, große Teile der Betonverkleidung abgestürzt. Wie vergangene Woche bei der 83-jährigen Meta Bund. Und vorher habe ich da gesessen. Nicht? Das war so um 6 Uhr in den Abend schon. Und war schönes Wetter. Ich habe den ganzen Nachmittag am Balkon gesessen. Und hinterher, ich denke, was ist denn das? Und ja. Wie groß war der Stein denn? Ja, so. An 3 anderen Häusern stehen seit Monaten Baugerüste. Renoviert werde aber nicht mehr unter den neuen Investoren, sagen die Mieter. Und das schon seit 8 Monaten. Erika Jahnke kann seitdem ihren Balkon nicht mehr nutzen. Es ist dunkel, es ist schmutzig. Es ist auch gefährlich. Wir können diesen Sommer nicht mit offenem Fenster schlafen. Das ist mein Schlafzimmerfenster.
weil ich Angst habe, weil junge Erwachsene schon bis in die 6. Etage geklettert sind und haben da Leute erschreckt. Dabei sollte doch eine Sozialcharta die Interessen der Mieter schützen, hieß es beim Verkauf der Wohnungen. Diese Sozialcharta aber vereinbarten das Land und die neuen Investoren. Die Mieter als unbeteiligte Dritte haben so gut wie kein Klagerecht. Der Ausschluss der Drittwirkung stellt noch einmal klar, dass bei den wirklich wichtigen Elementen der Sozialcharta, also insbesondere der Schutz vor Mieterhöhungen, die Verpflichtung zur Instandhaltung, der Schutz vor Luxusmodernisierungen, keine individuell einklagbaren Rechte der Mieter sind, sondern die Mieter in dem Fall darauf angewiesen sind, dass die Landesregierung in ihrer Vertretung diese Rechte einfordert. Das allerdings könnte schwierig sein, wenn der tatsächliche Eigentümer aus einem Konglomerat von 2 Dutzend oder mehr einzelnen Gesellschaften besteht. Genau das ist das Problem. Denn hinter den beiden Haupteigentümern, Lancaster und Rote Rose, verbergen sich unter der Verwaltung von Goldman Sachs 23 Beteiligungsgesellschaften mit klangvollen Namen, wie zum Beispiel Whitehall. Das System reicht bis in die Steuerparadiese der Karibik. Wie das alles funktioniert, weiß selbst der nordrhein-westfälische Finanzminister nicht so genau. Dabei wollte er doch alles besser machen. Whitehall ist nach wie vor die Mutter von Gesellschaften, die nach wie vor Eigentümer der LEG sind. Also wirtschaftlicher Eigentümer? Ja, indirekt die Mutter immer, ja. Hinter Whitehall steht die New Yorker Investmentbank Goldman Sachs. Als eine der ersten am Weltmarkt schreibt diese Bank nach der Wirtschaftskrise wieder schwarze Zahlen. Wir legen die Unterlagen zu den Besitzverhältnissen einem Experten vor. Man wird keinen Hafter finden, weil die Wege zurückverfolgt werden müssen. Und wie es in der Wirtschaftskriminalität allgemein üblich ist, wird in diesem Bereich vertuscht. Und dazu gehört eben auch, dass man so viele Zwischenstationen einbaut, dass man irgendwann die Kette abreißt, die man nachverfolgen könnte. Das System funktioniert immer gleich. Die Investoren nehmen die Mieter aus, investieren aber zu wenig. Anlagen verfallen, Mieter ziehen weg. Wie hier in Kreuztal bei Siegen. Wieder ein LEG-Objekt. Die Behörden fürchten gar, dass ein ganzer Stadtteil verkommt, sind aber machtlos. Die Leerstandsquote ist jetzt schon ziemlich hoch. Und wenn die irgendwann bei 20, 25 oder sogar 30% ist, dann rutscht mir dieser Stadtteil ab, dann gleitet er mir weg. Dann kriege ich viel, viel mehr Probleme, kriege ich soziale Probleme, die ich vielleicht gar nicht mehr gelöst kriege in dieser Stadt. Die Sozialcharta sollte diese Zustände eigentlich verhindern. Das Wohnungsbauministerium prüft, vertraut aber weiter dem Investor und der LEG. Das ist Sache der LEG und wir überprüfen, ob die LEG diese Verpflichtungen auch einhält. Es gibt im Moment aber keinen Anlass zur Vermutung, das geschehe nicht. Wir fragen nach bei der LEG. Schriftlich heißt es, die Gesellschaft stehe auf gesunden Beinen und man sei angetreten, um das Unternehmen langfristig profitabel weiterzuentwickeln. Experten wissen aus langjähriger Erfahrung, nach welcher Strategie Finanzinvestoren vorgehen. Aufkaufen, auspressen, weiterziehen. Aufräumen kann dann der Steuerzahler. Wenn die Finanzinvestoren ihre Filetstücke verkauft haben und wenn die Vernachlässigung der Instandhaltung ihre Spuren zeigt, dann wird wieder der Ruf ertönen, sanierungsbedürftige Quartiere von der öffentlichen Hand zu übernehmen. Und dann wird es teuer, die wieder in Instand zu setzen oder sogar abzureißen. Schlechte Aussichten für Meta Bund. Die 83-Jährige überlegt nach 45 Jahren, ob sie doch noch ausziehen soll. Nach unseren Dreharbeiten und Anfragen erfuhren heute Mieter in Berlin zu ihrer Überraschung,